Hey meine Freunde, willkommen zum Champions League Rückspiel Dortmund gegen Bayern München. Ja, wir haben das Hinspiel und das darauf folgende Bundesligaspiel nicht hier gesehen, denn die Dateien sind Schrott, muss man so sagen. Die hat es nicht gescheit aufgenommen. Aber wir sehen hier Paris, Barca 3-3, Valencia, Leverkusen 3-2. Wir haben 3-1 gewonnen und Man United hat gegen Real Madrid mit 2-1 gewonnen. Jetzt wollen wir hier den Deckel drauf machen gegen Dortmund mit den Münchnern hier zu Hause im eigenen Stadion. Ein Rom für Douglas Costa und Sanchez für Thiago und Jedwai für Philipp Lahm. Das sind, glaube ich, die einzigen Veränderungen, die wir drin haben. Ah ne, Hector für Alaba auch noch. Ja, weil eben vor kurzem auch noch die Bundesliga war und die Leute dann eben dementsprechend müde sind und wir sie dann halt einfach tauschen. Außerdem ist die Meisterschaft eh schon entschieden und Coman hat sich ja schon verletzt. Richtig toll. Naja. Sanchez, klasse gesehen, klasse Ball. Lewandowski kann den Deckel drauf machen und das macht er auch. 4-1. Traf schon im Hinspiel Robert Lewandowski und auch hier macht das erste Tor Renato Sanchez, einfach perfekt gemacht. Auch im Hinspiel gab es schon ein frühes Tor. Nach einer Viertelstunde stand es da schon 2-0. Das blüht den Dortmundern hier heute auch wieder. Mats Hummels gibt übrigens sein Comeback wieder. Der war ja ewig lang verletzt. War gegen Schalke im Spiel, das uns eben fehlt, schon fit. Aber da wollte ich ihn nicht einsetzen. Ich wollte ihn hier für die Champions League aufbewahren. Auch um sicherzugehen, dass er auch wirklich fit ist. Es war es jetzt immer noch an seinem Namen so ein Pflasterchen. Also ist immer noch angeschlagen. Aber nicht mehr so schlimm wie gegen Schalke noch. Der war ja frisch aus der Verletzung zurück. Boah, das war ein Foul von Sanchez. Rüdes Einsteigen, gelbe Karte. Geht in Ordnung. Reus, nicht schlecht. Weigel und Hummels ist dann zur Stelle. Coman zieht der Ein Robben und Schmelzer klärt zur Ecke. Das Lewandowski, aber Rode geht dazwischen. Coman probiert's nochmal. Wieder rausgehauen, das Ding. Schade. Oh, Coman. Schade. Vidal rabiates Einsteigen. Könnte auch noch eine gelbe Karte geben. Dann haben beide Mittelfeldspieler im Zentrum den gelben Karton schon gesehen. Aber nein, für Vidal gibt es keine gelbe Karte. Das war kein Problem für Neuer. Dieser Distanzschuss. Nein, Robben gegen Schmelzer. Oh, Robben, klasse gemacht. Und Rode, der hier zur Ecke klärt.
Der ist gut. Und Bürki. Robben. Robben, wieder Bürki. Mit einer Glanztat. Dieser Schuss. Boom. Vidal, klasse gemacht. Tempo hier rausgenommen, keine Zeit zum Konter gegeben. Ein Robben. Ball sollte durchgesteckt werden zu Müller, hat es aber nicht funktioniert. Ein Robben geht gut vorbei. Ein Robben im schwachen Fuß, das war auch deutlich schwach. Mehr als schwach sogar, das war wirklich schlecht, wenn man das so sagen möchte. Müller kommt nicht vorbei. Wir gehen mit diesem 1-0 in die Pause. Oh, Real Madrid führt 1-0 gegen Man United. Oh, oh, oh. Da ist wieder alles offen. Jovic kommt rein, Hazard kommt rein und wir nehmen Sanchez sich jetzt aber noch raus, bevor da noch Schlimmeres passiert. Für, die Frage ist nur für wen. Das ist ein Problem. Scheiße, wir machen das so. So. Oder nee, wir machen es anders. Wir nehmen Hector. So machen wir es, genau. Also relativ offensive Ausrichtung jetzt hier für die letzte Dreiviertelstunde gegen die Dortmunder. Die müssen auf jeden Fall offensiv mal was reißen. Sie müssen auf jeden Fall noch 3 Tore schießen, um weiterzukommen. Vidal. Ein Robben. Matiello. Klasse Ball auf Thorgan Hazard. Matiello ist frei und er trifft nur den Pfosten. Der muss nur den Fuß hinhalten. Hat er auch gemacht, aber den schwachen. Und deswegen ist der Ball nicht im Tor. Bei Lewandowski, klasse Ballannahme und der Schuss war auch nicht schlecht, aber die Flanke hier war kacke. Oh je, schade. Neue Schmelzer. Aubameyang. Aubameyang. Oh!
spielen sie es hier gut raus. Piszczek bleibt am Ball. Die Flanke ist nicht schlecht, aber Boateng ist halt so der Fels in der Brandung da hinten. Oh, Götze, gut gemacht. Götze, aber Hummels. Oh, oh, immer noch Götze. Und Dortmund drückt weiter. Dortmund drückt. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Oh, oh Gott, zum Glück haben wir da. Zum Glück war da noch Mats Hummels. Sage mal, sage mal. Durchgehendes Pressing jetzt. Bis der Ball drin ist. Ach komm. Vidal. Digga, dein Ernst. Reus. Schwach von Boateng. Aubameyang. Dortmund macht jetzt ordentlich Druck. Müssen sie ja auch. Sie müssen 3 Tore schießen. Da ist es. Wäre Neuer nicht gewesen. Na, die schießen noch eins. Das glaube ich kaum, dass da keins mehr kommt. Die machen hier ordentlich Power jetzt. Das ist abnormal, wie die drücken. Guckt euch an. Hummels erstmal dazwischen. Dann war da Vidal dazwischen, aber Aubameyang mit der Drehung wieder am Tor vorbei. Und kommt nicht aus der eigenen Hälfte raus. Dann laden wir sie eben dazu ein. Wir machen volles Offensivplay. Da ist es. Endlich! Endlich! Ich habe nur drauf gewartet. Mein Gott, wie lange das gedauert hat. Boah, es gibt's nicht. Wunderschöner Schuss von Lewandowski, aber es gibt Abstoß. Latte hatte da gerettet. Ob Dortmunds Offensivdrang kommt, sehr, sehr spät in der Partie. Da müsste viel früher schon was passieren. Jetzt ist es auch egal. Die Sache ist gegessen. Oder doch nicht. Da war Schürrle. Aber wir sind weiter. Eine Runde sind wir weiter. Wir sehen uns in der nächsten Partie. Bis dann und tschüss.